Und hier haben wir noch die Geschichte. Ja, die lese ich einfach mal ganz kurz vor. Als einziges Kind der Herrscherfamilie des Windhundherzogtums ist Isabel isoliert und umgeben von Kindern, Mädchen und Bediensteten aufgewachsen. Nun, da der Krieg begonnen hat, verspürt die junge Königin den Drang, dem Imperium zu helfen. Ganz ihren Zielen verschrieben, schöpft Isabel die wichtigen Dinge, die sie in die Waagschale werfen kann, ihr Vermögen und ihre Herkunft ohne jedes Zögern aus. So, hier steht nur noch mal das hier mit der Spezialisierung. Lehnsherr hatten wir gerade schon. Aber jetzt wollen wir ja langsam mal was erleben. Nicht wahr? Deswegen laufen wir jetzt runter. Und ihr seht, da verbrauchen sich hier so unsere Punkte so langsam. Man rotiert oder neigt die Kamera mit der Maus bei gedrückter rechter Maustaste oder mit dem bla 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 bla. Ran und weg zoomen, bla 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 bla. So, hier. Jetzt, da liegt schon mal wieder was, das sieht interessant aus. Und guck mal, das erreichen wir jetzt nicht mehr. Da wird dann neben unserem Einhorn-Hottehü eine 2 angezeigt. Das heißt, bis hierhin kommen wir, weiter schaffen wir es nicht mehr. Aber es glänzt so schön, da wollen wir natürlich hin. So, genau, das habe ich schon erklärt. Hier nochmal der Tooltip. Dass das rundenweise läuft. So steht dann, ja, genau, das bringe ich euch alles selber bei. Dazu brauchen wir die Tooltips gar nicht. Wir haben jetzt unsere Aktionspunkte erschöpft und da wir ja sonst eh nichts mehr zum Steuern haben, müssen wir die Runde jetzt beenden und gehen zu Tag 2 über. Ach so, ah ja, gut. Ein Pünktchen hat sie noch, das verbrauchen wir. So, jetzt beenden wir. Und es wird automatisch gespeichert, natürlich nach jedem Zug. Das ist auch ganz geschickt. Aber ich werde trotzdem ab und an mal von Hand speichern. Versuche es aber nicht überhand nehmen zu lassen. Nicht, dass ihr hier mit dauernd beim Speichern zugucken müsst. Ist ja auch lahm, nicht wahr? So, wir haben gerade Gold gefunden. Da oben haben wir unsere Goldanzeige. Und haben nochmal 500 Gold bekommen. Das ist natürlich ganz super, weil Gold wollen wir. Hier gibt es noch ganz viele andere Rohstoffe. Auf die gehen wir dann auch ein, wenn es soweit ist. Und wie wir die natürlich bekommen können. Denn die kann man ja nicht nur finden. Was, wenn wir denn für eine Königin, wenn wir uns darauf verlassen, nur Rohstoffe zu finden? So, gewisse Örtlichkeiten auf der Karte haben besondere Eigenschaften. So verbessert zum Beispiel die verblichene Flagge die Werte des Helden und seiner Armee für die nächste Schlacht. Ach, das ist das hier, genau. Die verblichene Flagge. So, die können wir dann jetzt mal einsammeln. Haben plus 1 Glück, plus 1 Moral bekommen für den nächsten Kampf. Und unsere Bewegungspunkte wurden wieder aufgefüllt. Und ihr seht, hier steht jetzt besucht. Davor stand ja in der Klammer da im Tooltip nicht besucht. Das heißt, wir haben das jetzt hier aufgebraucht und können das erstmal nicht mehr benutzen. Das lädt sich allerdings wieder auf. Entweder, ich glaube, jede Woche müsste das gewesen sein. Ist auch schon ein bisschen her, dass ich das alles hier gezockt habe. So, und 3 Fußsoldaten wollen sich uns natürlich wieder anschließen. Super. Und jetzt haben wir hier ein Gebäude. Hier, ach, da war wieder ein Tipp. Warten wir den mal kurz ab. Na, kommst du wieder ran, oder was? Hallo? Hallo, Tooltip? Egal, ich weiß, was es ist. Ihr habt Pech. Genau, und wir haben ja, das war letztendlich nichts anderes als ein Bauernhaus. Diese neutralen Gebäude, die gibt es auch. Und die werden auch, ja, jede Woche, war es, glaube ich, jede Woche wieder aufgefüllt. Und können uns also jede Woche dann Bauern holen. In dem Fall haben wir jetzt 22. Und wir gucken jetzt nochmal. Genau, die Bauernhütte. In dieser Woche können noch 0 von 22 Kreaturen angeworben werden. Uns hat hier das jetzt nichts gekostet. Bei besseren Einheiten kostet das dann natürlich ein bisschen was. So, und wir haben schon 29 Bauern und 6 Soldaten, Fußsoldaten. Und wir brauchen 125. Na, dann kommen wir doch so langsam weiter. So, Madame, ach, ich muss dich wieder anklicken, um dich auszuwählen, oder? Nee, ich kann hier nur nicht rumlaufen auf dem Feld. Okay, also hier hinten können wir nicht ran, das ist Level vorbei. Und ihr seht, hier haben wir nämlich schon wieder ein Gebäude. Und das wollen wir uns dann natürlich auch gleich mal angucken. Hier oben haben wir auch nichts übersehen, hier ist auch Schluss. Ihr seht, hier ist das alles so durch die Bäume ein bisschen abgegrenzt.
Wir können nur so diesen Schlauch hier entlang laufen. Und Tag 4. Laufen wir mal zu diesem Türmchen hin und gucken, was das ist. Euer Held kann besondere Gebäude aufsuchen, wo er bestimmte Kreaturen für seine Armee anwerben kann. Aha! Hättet ihr diesen Tooltip nicht hier bringen müssen? Naja. Was soll's? In die Kaserne gehen wir. Um Truppen für eure Armee anzuwerben, wählt die gewünschte bla bla bla. So, wir können hier einfach, Nanu? Hätte ich doch mal besser aufgepasst. Schau mal hier, was, da haben wir die Kreaturen-Info. Hier, Schnelligkeit 4, Initiative 8, 16 Lebenspunkte, wie viel Schaden zu machen. 4 Angriffe, 8 Verteidigung, 2 bis 4 Schaden. Keine Reichweite. Das sind die Werte der Fußsoldaten. So, genau, wir haben hier 10 ausgewählt, hier steht es ja drin. Hier können wir weniger nehmen, hier mehr. Die kosten uns nämlich Kohle. Da oben sehen wir es 900, also 90 pro Nase. Das haben wir, das kaufen wir. So, 893 haben wir noch. Dafür 9 Soldaten mehr, ist ja auch gut. So, Bauer. Ihr wollt doch bestimmt auch wieder mitmachen. Natürlich, 5 weitere Bauern und mehr Gold. So muss es doch sein, wenn man durch die Lande streift. Was steht auf dem Wegweiser hier? Der Regentenhügel. So, wir wollen hier aber natürlich nicht das Holz liegen lassen. Man kann es ja auch ganz einfach mit Leertaste machen. Ich denke, das sollte ich in Zukunft auch machen. So. Also Rundenwechsel mit Leertaste, wollte ich sagen. Hier hinten geht es auch nicht weiter. Also laufen wir mal einfach wieder hier rein. Und gucken unserer Frau von heute Hü zu. Hat auch eine sehr schöne Greifenstandarte. Also eine durchaus... Wie ging das denn jetzt hier mit Eingabe, oder? Genau, mit Eingabe geht's gut. Return. So, weiter zu den nächsten Bauern. Jawohl, ich wollte sagen, sie sieht doch eigentlich schon sehr imposant aus. Gute Königin. Geht von unseren Feldern! Wir wollen euch hier nicht! Was bezweckt ihr mit eurem Ungehorsam? Es heißt, der Krieg verlaufe schlecht, Milady. Wir hörten, die Dämonen töteten alles und jeden und fressen gar die Toten. Wir wollen nicht gehen. Feiglinge, das Greifenimperium wird am Ende siegen. Dann vermag es das auch ohne uns. Wir bleiben hier. Und jetzt verlasst unser Land. Ihr werdet eurem Herrn gegenüber eure Pflicht erfüllen und sei es in Ketten, ergreift sie. Jawohl, wir brauchen nämlich Kanonenfutter und zu mehr taugt ihr auch nicht. So, jawohl, wir haben jetzt die Möglichkeit des Kampfes. Wir haben hier erstmal... Ja, wir haben... Bis... Jetzt lässt es mich reden. Teilweise haben wir dann die Möglichkeit, die hier noch aufzubauen. Wir sind jetzt allerdings direkt im Kampf. Kämpfen gegen 13 Bauern, die werden also hier immer als eine Figur, ein Truppentyp wird als eine Figur dargestellt und die werden dann in Trupps bewegt, nämlich mit einem einfachen Linksklick. So, und ihr seht, wir haben also hier einen gewissen Bewegungsradius. Da sehen wir, wenn wir hier drüber gehen, den Bewegungsradius des Feindes. Und dann rücken wir mit unseren 16 Fußsoldaten auch mal vor. Und haben dann natürlich hier noch den Junker zur Verfügung, der ziemlich badass ist, zumindest gegen ein paar lächerliche Bauern. So, trotzdem warten wir mit ihm mal ab. Der soll jetzt hier erstmal verteidigen. So, jetzt ist der Held an der Reihe. Ein Held kann prinzipiell jede feindliche Kreatur auf dem Schlachtfeld angreifen. Er hat also eine unbegrenzte Reichweite. Und hat auch noch ein Zauberbuch. Das ist jetzt allerdings gerade noch leer, wie ich sehe. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht bald mal füllen können. Also greifen wir ganz normal an. Ihr seht, ich habe den Junker hier warten lassen, da er doch nur einer ist und nur mit einem Schlag 0 bis 2 hätte umbringen können. Und die Gegenwehr ihm vielleicht wehgetan hätte. Und ich will ihn hier mal noch ein bisschen aufheben. Wir greifen jetzt mit Isabel an. Padam! Die kriegt nämlich keine Gegenwehr ab. So, dann rücken wir jetzt hier mit dem Bauern nach und hauen den mal voll eine rein.
Und es gibt auch verschiedene Trefferzonen. Also hier ist es jetzt gerade egal. Aber wenn wir die von hinten, also komplett umgehen und in den Rücken schlagen, tut es denen mehr weh, als wenn wir von vorne angreifen. Also machen wir es einfach mal hier von links hinten. Und haben auch schon gesehen, die Elf haben wir jetzt mit dem Einschlag vollends kalt gemacht. So, im Moment des Kampfes können wir das Ergebnis studieren. Wir haben gewonnen, 52 Erfahrungspunkte für Isabel bekommen, 13 Viechers umgebracht und nichts selber verloren. Wonderbra, so muss ein Kampf funktionieren. Hier haben wir ein Gebäude, aber wir wollen erstmal hier hoch. Und mal schauen, ob die sich uns auch in den Weg stellen. Aber die sind klüger als ihre toten Vettern. Und gehen hier hoch zum nächsten Gebäude. Wieder Windmühle. So, schaffen es aber nicht mehr ganz hin. Also beenden wir mal die Runde. Und jetzt gehen wir wieder hier an den Wachturm. Und kaufen uns wieder die 10 Fußsoldaten. Machen raus. Haben ein Ziel erreicht. Oha. Das müssten jetzt ja gewesen sein. Genau. Wir haben jetzt die 25 Fußsoldaten bereits. Und ein paar Bauern fehlen noch. Nämlich, pass auf, 43 fehlen noch. So. Dann gucken wir uns doch mal an, was die Mühle macht. Euer Held mag örtlich. Ach, mag auf Örtlichkeiten stoßen. Sorry hier für mein behindertes Lesen, ne? Ich verspreche, das bessert sich. Ich kann das eigentlich auch besser. Bin heute nur ein bisschen wasted, sagen wir es mal so. Und der Einzige, der unnötige Anglizismen benutzt, bin übrigens ich. Euer Held mag auf Örtlichkeiten stoßen, die euch Rohstoffe liefern. Zum Beispiel liefert die Windmühle eine kleine Menge zufällig ausgewählter Rohstoffe. Gut, wissen wir also auch schon, was die tut. Uns ein paar Rohstoffe liefern. Wir haben 4 Steine bekommen. Das ist ja total niedlich. So, und bevor wir hier jetzt die Straße entlang laufen, rentiert sich's immer, wobei, kommt, wir sammeln die doch nochmal mit. Und dann gehen wir mal hier links und rechts lang und suchen mal ein bisschen was. So, 3 Fußsoldaten bekommen wir. Und wir sehen ganz viel tolles Zeug, aber erstmal wollen wir hier runter. Das sieht am interessantesten aus, oder? So, und ihr seht, jetzt haben wir hier die erste Woche rum. Jetzt sind wir in der Woche des Löwen. Und sehen hier Tag 1, Woche 2, Monat 1. Woche des Löwen, keine gute Woche für Antilopen. Ja, schlussfolgert sich daraus ja fast, was? So, und jetzt guck mal, was haben wir denn hier? Zombies. Brains. Die wollen sich uns natürlich nicht anschließen. So, jede Schlacht beginnt mit der Taktikphase. Jetzt seht ihr hier, hat sich ein bisschen alles geändert, die Ansicht und so. Wir gehen jetzt einfach mal, ach, wir stellen uns einfach mal so auf, was soll's. So viel Taktik ist jetzt noch nicht. Es gibt auch hier keine Hindernisse bei dieser Schlachtkarte. Wir starten einfach und können direkt mit Isabel anfangen. Und dann hauen wir, oh, die halten ganz schön was aus, die Zombies. Hier, die haben, naja gut, Verteidigung 2, also 17 Lebenspunkte. Und die sind aber dafür ganz schön langsam. Das heißt, manchmal ist es klug, einen Zug auszulassen, indem man auf die Schaltfläche verteidigen klickt. Habe ich ja auch schon erklärt. So, wir rücken einfach ganz forsch nach vorne. Ohne irgendwelches taktisches Warten oder sonst was. Gegen so eine Zombies und so eine ganzen langsamen Knöterviecher hier ist es ziemlich genial, wenn man... Okay, mit dem Junker bleiben wir stehen, verteidigen. So, jetzt schlagen wir schlagen einfach hier weiter auf den drauf. Ja, gegen so eine langsamen Einheiten ist es ziemlich cool, weil man dann natürlich ganz viele Bogenschützen hat und sowas. So, wir schlagen ihn hier jetzt in den Rücken, können aber nur 3 töten und werden wohl eine Gegenwehr bekommen. So, 3 haben wir geschafft. So, haben zurückgeschlagen und haben einen verloren. So, 4 bis 8. Dann hoffen wir mal, dass wir einen guten Treffer landen. 5, naja, nicht so toll. Aber haben keinen verloren. Hier unten sehen wir es auch nochmal. Zombie wehrt sich gegen Fußsoldat. 4 Schadenspunkte erzielt. 0 gefallen. So, wir schlagen hier jetzt nochmal drauf. Bekommen aber keine Gegenwehr ab, weil wir ja schon mal, weil er sich in dieser Runde schon mal gewehrt hat. In dieser Initiativphase. Runden sind es ja gar nicht wirklich. Und wir dürfen nochmal mit Isabel ran.